Dieser Film ist eine Reise in die Vergangenheit. Eine Reise zu den Erinnerungen eines Menschen. Erinnerungen an unermessliche Gewalt. Wir begleiten eine Frau bei ihrer Spurensuche. Weil sie in ihrer Kindheit extreme Schmerzen aushalten musste, hat sich ihr Ich in viele Einzelpersönlichkeiten aufgespalten. Eine davon ist Niki. Nein, muss ein größerer Stein sein. Muss einfach ein Stein sein, wo andere Steine rumliegen. Sie sucht Beweise für das, was ihr angetan wurde, damit man ihr glaubt. Niki ist eine sogenannte multiple Persönlichkeit. Die vielen Innenpersonen, die mit unterschiedlichen Stimmen sprechen, sind entstanden, um Schmerz und Todesangst ertragen zu können. Nee. Es fehlt einfach der Stein. Es fehlt der Stein, wo wir drauf gelegen haben. Der war im Boden. Ein Stein auf dem Boden. Und Was war da? Ja, da haben sie uns vergewaltigt. Mehrere? Mhm. Ja. Also zuerst der Herrscher. Mhm. Und dann seine Handlanger. So. Und auch von verschiedenen Seiten einfach. Ja, aber es muss den Stein einfach geben. Ne? Ah, können weiter gucken. Die Tagebuchaufzeichnungen sind während ihrer Therapie entstanden. Sie berichten von rituellem Kindesmissbrauch, von seelischen Grausamkeiten, von Folter und Kindstötungen. Alles deutet auf eine satanistische Sekte hin. Wieder diese entsetzlichen Erinnerungen. Als ich wach wurde, lag ich in einer Scheune und viele Menschen waren da. Mit Umhängen und Masken. Irgendjemand malte mir was auf meinen Körper. Mir war so schlecht und alles drehte sich im Kopf. Zwei hielten mir die Beine auseinander und jemand kam auf mich zu. Ich drehte meinen Kopf weg und schaute zur Decke. Auf dieser Reise wird uns Niki mit vielen Grausamkeiten konfrontieren, die für sie selbst in der Erinnerung äußerst schmerzhaft sind. Sie will es so. Mit 40 Jahren ist sie soweit, nach einer jahrzehntelangen Therapie. Im Laufe dieser Spurensuche werden wir viele sogenannte Innenpersonen, Kinder, Männer, Frauen kennenlernen. Von einigen werden wir ungeheuerliche Dinge hören. Dinge, die man nicht glauben möchte. Diese Zweifel kennt Niki. Umso schwerer war für sie der Entschluss zu dieser Form der Aufarbeitung. Sie hat keine Beweise. Sie hat nur ihre Erinnerungen. Zum Beispiel an magische Rituale und schwarze Messen auf Friedhöfen. Also es ist so gewesen, dass wir bei Nacht und Nebel zum Friedhof gefahren sind und haben ein Grab ausgegraben und haben dann halt unter Schmerzen so eine Messe abgehalten. So eine schwarze Messe auf dem Friedhof mit wie vielen Leuten? Also ich schätze immer zwischen 10 und 15 Leuten. Aber das ist eine reine Schätzsache, weil ich einfach zu Hause schon von der Mutter unter Drogen gesetzt worden bin. Man wird dann in so ein Grab reingelegt und man merkt halt die Tiere am Körper. Was hatten die Erwachsenen davon, die das gemacht haben mit euch? Ja, indem sie halt uns unter Druck gesetzt haben, wenn wir jeweils etwas sagen, werden wir lebendig begraben. Niki und die anderen sprechen selten in der Ich-Form. Sie sind eine Gemeinschaft geworden. Sie haben die Erinnerungen, die Schmerzen und Todesängste aufgeteilt.
desto mehr wir gequält worden sind oder ja, so eine todesnahe Erlebnis hatten, dann haben wir gespalten. Also haben wir eine neue Person entstehen lassen. Sagen wir mal, ich werde auf den Tisch gelegt und werde mit Nadeln gepiekt oder sehr tief unter den Fingernägeln gestochen. Und ich merke diesen Schmerz und denke, ich sterbe. Und dann entsteht aber eine neue Persönlichkeit und die übernimmt das dann wieder. Und so geht das immer weiter, solange bis die Folter vorbei ist. Ein psychiatrisches Gutachten von 1987 bestätigt ihr die multiple Persönlichkeitsspaltung aufgrund sexuellen Missbrauchs in der Kindheit. Eine umstrittene Diagnose, die allmählich jedoch mehr Akzeptanz findet. Genaue Zahlen über Multiple in Deutschland gibt es nicht. Wenn ein Kind eben unter 3 Jahren, wo die Persönlichkeitsentwicklung abgeschlossen ist, ein sogenanntes Ich entstanden ist, ganz schweren traumatischen Situationen ausgesetzt ist, also die mit Todesangst verbunden sein müssen, die ein Kind überhaupt nicht ertragen und auch nicht bewältigen kann, also Baby oder Kleinkind. Und dann spaltet sich ein Mensch auf in erstmal 2 Teile. Ein Teil, der das unbeschadet übersteht, der davon nichts mitbekommt, der so an die Seite gestellt wird, gesund bleibt, heil bleibt, sich weiterentwickeln kann. Und ein Teil, der das Trauma erträgt, also der mit der Todesangst umgeht, der die Verletzungen erträgt. Und wenn diese 2 Teile nicht ausreichen, dann entstehen halt immer mehr. Die Zeichnungen sind in der Therapie entstanden. Bilder von einzelnen Innenpersonen in Erinnerung an die Kindheit. Sie haben wenig gemeinsam mit der vermeintlich heilen Welt einer Familie mit 6 Geschwistern, Mutter und Stiefvater. Mit dem leiblichen Vater hatte sie nie Kontakt. Für Niki sind die Mutter und der Stiefvater die hauptverantwortlichen Täter. Nach ihrer Erinnerung haben sie sie von Anfang an für den Kult abgerichtet. Sie erwähnt noch weitere Täter wie Peter oder Mango, ein Deckname. Die anderen sind ihr namentlich nicht bekannt. Kontakte gibt es nicht mehr. Die Mutter ist gestorben, die Schwestern sind weggezogen, die Halbbrüder leben in der Nähe des Stiefvaters. Ob auch sie sich an ihr vergangen haben, also zu Tätern wurden, kann sie nur vermuten. Ihre Bilder zeugen von Schrecken, Angst im Umfeld eines Kults und lassen Rückschlüsse auf Satanismus zu. Ein Höllenleben. Satanismus ist, salopp gesagt, die Verherrlichung und die Verehrung des Bösen. Und es gibt den Neosatanismus, die Verherrlichung des Menschen. Gott ist Mensch, Mensch ist Gott. Der Mensch selber kann also sich auf einen Weg begeben, den die Satanisten vorschreiben, um selbst Gott zu werden, um selbst kosmische Zusammenhänge zu begreifen, um selbst Herr über Leben und Tod zu sein. Macht zu haben, Power, wie die Satanisten sagen, um mit magischen Mitteln das Umfeld, unsere Welt zu beeinflussen. Die Weltanschauung ist die, dass ganz einfach die Satanisten in verschiedenen Logen, Kulten und Zirkel Macht wollen. Sich Macht aneignen durch bestimmte Rituale, unter anderem auch durch Opferrituale, durch Blutrituale. Das sind Leute, die intellektuell sehr gut drauf sind, die verschiedene Sprachen sprechen und die sehr intelligent sind. Satanische Kulte werden in jedem Bundesland vermutet, in vielen Städten, aber stets verborgen. Bundesweit gibt es Opfer, die davon erzählen. Unsere Reise führt uns nach Gütersloh und Umgebung, Nikis Heimat. Wir suchen nach Spuren für Satanismus. Ohne Kamera und nicht offiziell erzählt uns ein Polizist von Grabschändungen und dass erst kürzlich Grabsteine umgeworfen und Leichenteile entnommen wurden. Wir fragen in einer Frauenberatungsstelle nach Opfern von sexueller Gewalt. Wir bekommen Auskunft, aber ohne Namensnennung, aus Sicherheitsgründen. Rituellen Missbrauch. Satanismus auch als Hintergrund? Satanismus hauptsächlich. Mhm. Speziell hier in Gütersloh? Im Kreis Gütersloh. Im Kreis Gütersloh. Mhm. Sie hätten aber durchaus den Verdacht, dass auch heute noch in dieser Stadt oder in diesem Kreis Kinder rituell missbraucht werden? Ich habe nicht den Verdacht, ich weiß es. Und gibt es in dieser Stadt
Bemühungen, das herauszubekommen, wer, wo, wann, wie? Da wir ja sehr stark anonym arbeiten, weiß ich es nicht. Letztendlich, also wenn die Frauen weitergehen, Schritte weitergehen, dann ist das meistens von uns aus in Therapie. Aber soweit ich weiß, ist es noch nie zu einer Anzeige gekommen. Und warum nicht? Was meinen Sie? Aus Angst. Und die ist berechtigt. Angst vor der Rache der Täter. Auch Niki hat Angst davor, dass die Täter ausführen, was sie ihr ein Leben lang angedroht haben. Sie zu töten, wenn sie spricht. Und der Missbrauch begann wann? Also wir können uns an keine Zeit erinnern, ja, wo es nicht stattgefunden hat. Also an sich von Anfang an? Von Anfang an, ja. Hm. Ja. Niki und einige andere Innenpersonen öffnen sich uns immer mehr. Sie überwinden an jedem Drehtag neu die Scheu vor dem Erinnern. Allmählich lernen wir, die verschiedenen Persönlichkeiten zu unterscheiden. Und keine von ihnen hat mehr, was für Multiple außergewöhnlich ist, eine Abhängigkeit von den Tätern. Niki und all die anderen haben viel geschafft. Einen Job als Verwaltungsangestellte, einen intakten Freundeskreis, ein lebbares Leben voller Narben. Was ihr erlebt habt, überlebt habt, was hat das für körperliche und seelische Folgen? Also ich werde mal die körperlichen Sachen aufzählen. Also wir leiden immer noch sehr stark unter Kopfschmerzen. Das liegt überwiegend daran, dass wir zum Beispiel damals mehrmals eine Gehirnerschütterung hatten, eine schwere Gehirnerschütterung, und das nicht richtig behandelt worden ist. Und wir deshalb auch immer diese sehr starken Kopfschmerzen noch haben. Dann haben wir sehr starke Verspannungen. Dann haben wir Darmverschlüsse schon gehabt durch diese ganzen Vernarbungen im Unterleib. Dann mussten wir uns die Gebärmutter entfernen lassen, weil sie kaputt war. Und einen Eierstock. Ja, wir haben sehr viele Probleme mit der Wirbelsäule, mit der Hüfte. Durch diese ganzen brutalen Schläge, die wir überlebt haben. Ein Gutachten bestätigt diese Fülle von Beschwerden, verursacht durch Gewalt und sexuellen Missbrauch. Ihr wurde eine Minderung der Erwerbsfähigkeit zugesprochen und sie ist schwerbehindert. Dennoch ist sie Vollzeit beschäftigt. Also wir glauben, wir haben mehr körperliche Beschwerden zurzeit als wie seelische Probleme noch. Also wir kriegen unseren Alltag sehr, sehr gut hin, dank an unsere Therapeutin. Wir können voll arbeiten. Wir fangen morgens um 6:30 an und arbeiten bis 15 Uhr, manchmal auch länger. Niki ist die, mit der wir am häufigsten sprechen. Sie ist besonnen, freundlich, ausgeglichen. Sie koordiniert, so lernen wir, die verschiedenen Persönlichkeiten im Inneren. Sie kümmert sich auch um die kindlichen Innenpersonen, von denen wir eine kennenlernen werden. Wir suchen ein Hochhaus am Stadtrand von Gütersloh. Ich würde mal rechts fahren. Wirklich? Ja, ich würde da mal reinfahren. Das war Ginas Stimme. Sie ist kräftig, ungeduldig, kann wütend werden und baut ihre Aggressionen beim Sport ab. Früher hat sie sich oft selbst verletzt. Gegen die Täter hat sie sich immer gewehrt. Von allen Innenpersonen hat Gina heute die meisten Erinnerungen. Es muss ein weißes Haus. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Stockwerke, weil wir so klein waren. Ich find's nicht. Ganz einfach. Gib nicht so schnell auf. Ja, vielleicht existiert's doch auch gar nicht mehr. Hm. Erstmal waren wir sehr jung und zweitens hatte uns Mutter immer Drogen gegeben. Weißt du, welche Drogen? Ein weißes Pulver. War das angenehm? Ich fand es schon sehr angenehm, ja.
So ein ähnliches Gebäude muss es gewesen sein. So ein weißes, auch mit Balkon. Und wieder Niki. Ja, unsere Mutter hat uns dann hier hingebracht und uns an verschiedene Männer und auch an Frauen verkauft. Also Verkauf bedeutet, dass sie Geld für Sex bekommen hat. Sex, den wir über uns ergehen lassen mussten. Wir haben Erinnerungen daran, also für meine Innenperson sagt, dass es hier gewesen sein muss, weil ich habe auch Erinnerungsschmerzen. Aber welches Haus kriegen wir leider nicht mehr raus. Was für Schmerzen denn? Also ich habe Unterleibsschmerzen, habe sehr starke Kopfschmerzen und das sind ja immer so Anzeichen bei uns, dass wir was wiedererkennen oder einzelne Persönlichkeiten was wiedererkennen. Das ist wie so eine Art Barometer. Ja, also da können wir uns darauf verlassen, dass dann irgendetwas an diesem Ort passiert sein muss. Niki und Gina sehen Orte vor sich, wissen aber nicht unbedingt, wo sie zu finden sind. Burgen und Ruinen spielen immer wieder eine Rolle. Aber wo? Bild für Bild setzen sich die Erinnerungen zusammen, mal gestochen scharf, mal verschwommen, mal in sich logisch, mal widersprüchlich. Wir fahren Richtung Paderborn. Nein. Aber da steht so ein Turm. Denn? Ja. Sollen wir da aussteigen oder umdrehen? Und wie kommt das zustande, dass die Erinnerung besteht in der Nähe von Paderborn? Das könnte ja auch ganz woanders gewesen sein. Weil wir uns da auf einzelne Persönlichkeiten verlassen können, wenn die sagen, dass es in der... Die haben das Schild gesehen, ganz einfach. Welches Schild? So ein Ortsschild. Von Paderborn? Ja. Weil du musst einfach wissen, dass wir halt unter Drogen stehen und manche stehen halt nicht unter Drogen. Und dadurch Moment, können andere... Drogen bedeuten immer nur für einzelne Innenpersonen. Ja. Betäubung und die anderen nicht. Die anderen nicht. Andere können dann was aufnehmen, was sehen. Die Fachliteratur bestätigt diese unterschiedlichen Empfindungen bei Multiplen. Das geht bis zu anderen Herzfrequenzen oder Dioptrienstärken in ein und derselben Person. Burg. Wir sind noch bei der Vorbereitung, als die Erinnerungen plötzlich und schnell da sind. Weißt du denn so genau, wo du hingehst? Wir wissen es nicht genau, wir müssen suchen. Wir lernen Burkhard kennen, eine männliche Innenperson, die sehr selten erscheint. Er mag nicht berührt werden. Es sind seine Erinnerungen und seine Schmerzen. Hier ist es passiert. Ja, da. Was ist passiert? Da hinten rum. Hinter dem Turm. Ja. Was ist passiert mit deinem Knie? Ja, da sind die draufgesprungen. Also der Typ zum Beispiel. Dieser große und stabile. Mhm. Warum? Warum hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Um uns zu quälen, wieso immer. Und danach wurdest du von einem Arzt behandelt? Ich habe nur noch gemerkt, dass es Spritzen waren, die ich gekriegt habe. Und dann weiß ich nichts mehr. Von Nikis Therapeutin haben wir gelernt, was wir tun müssen, wenn die Schmerzen zu stark werden. Wenn der Weg zurück ähnlich wehtut, wie das Geschehen vor etwa 30 Jahren selbst.
Du weißt, das ist ganz lange her. Das ist nicht jetzt, auf gar keinen Fall. Wir sind jetzt 2001 und du erzählst uns das nur, damit wir es alle wissen. Und nicht, dass du jetzt denkst, es ist jetzt, es ist vorbei. Oh Gott. Nein. Irgendwo bleiben wir bloß dran nähen. Hast du jetzt auch die Schmerzen oder geht's? Ja. Hast du jetzt übernommen, ja? Ja. Du meinst, es geht gleich weg? Es geht gleich weg. Oh, ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz bleibt stehen. So schlimm. Die Schmerzen sind so entsetzlich, ne? Die nehmen einem. Die nehmen einem jede Luft. Aber die sind im Knie, gell? Die sind im Knie. Hier. Merkt man auch so. Ich habe das ganze Gefühl, das ist total dick geworden. So, das sind die Kniegelenksaufnahmen. Ein Bruch ist nach über 30 Jahren nicht mehr festzustellen. Aber eine sogenannte Verknöcherungsstörung. Ursache unbekannt. Was dafür sprechen könnte, wäre hier noch diese Nase. Normalerweise ist das ganz glatt. Aber eine Traumafolge könnte das sein. Das kann man dem Bild nicht mehr ansehen. Das kann man dem einfach nicht mehr ansehen. Traumafolge, ja. Ist es denn so, wenn, wenn ein Tritt geschehen ist mit 8 oder 10 Jahren, ja. Und 30 Jahre später sehen Sie nach, dass das alles verheilt sein kann, dass man es einfach nicht mehr sehen kann. Ja. Also das kann so verheilen. Das kann so verheilen. Oder tut es normalerweise auch. Ja. Und wenn es ein Bruch gewesen wäre, kann auch. Der auch gut verheilen? Kann auch, ohne dass man jetzt noch was sieht. In diesem jugendlichen Alter heilt das völlig aus. Aus meiner Erfahrung mit Klientinnen kann ich auch sagen, dass in der Regel Ärzte dabei sind, um eben ganz wesentliche Schädigungen zu verhindern, um Grenzen zu setzen, wie weit kann man ein Kind quälen, wie weit darf man gehen, die auch ihr sämtliches Wissen einsetzen für bestimmte Rituale, auch an den Opfern wiederum. Es geht mir auch gleich besser. Nikis Therapeutin will sich vor der Kamera nicht äußern. Sie ist aber am Telefon jeden Tag erreichbar. Das ist schön, dass du froh bist. Heute spricht Burkhard mit ihr. Sie ist, wie er sagt, der einzige Mensch, dem er vertraut. Ja, ich bin auch. Es sind für uns fast jeden Abend verstörende Eindrücke, die Telefongespräche und die lange trainierte Abrufbarkeit einzelner Innenpersonen. Ja? Mache ich. Soll ich Niki noch mal rausschicken? Über Gina. Okay, mach's gut, ne? Hallo. Ui, ui, ui. Ja, er geht wieder nach hinten. Es war wirklich sehr heftig heute. Okay, du, ne? Ja? Wir hören wieder voneinander, ne? Bis bald dann, ne? Ciao. Wir wollen wissen, mit welchen Methoden Kinder abgerichtet und dauerhaft zum Schweigen gebracht werden. Therapeuten sprechen von Konditionierung, Programmierung, Gehirnwäsche. Das gilt auch für Niki. Immer wieder wurde sie mit Todesängsten konfrontiert, auch wenn es nicht um ihr Leben ging. Gina erinnert sich. Ja, hier an der Ems, wo genau, das wissen wir nicht, weil das viele, viele Jahre her ist, über 30 Jahre, wurde ein Kind ins Wasser geworfen und wir haben es halt nie wieder gesehen. Wir wissen nicht, ob es tot ist. Wir wissen es einfach nicht. Also wir haben es nur gesehen, als das Kind ins Wasser gefallen ist und dann hat man uns weggebracht. Und dieses Mädchen, wie hieß sie? Bettina. Kanntet ihr die vorher? Ja, vom Sehen her. Mochtet ihr sie? Könnt ihr euch an sie erinnern? Ja, mit Mögen und sowas, da haben wir früher nichts am Hut gehabt. Also wir fanden sie,
Sie war eine Leidensgenossin, oder wie man das heute sagt. So. Aber mögen oder so, das gab's da nicht. Das ist halt einfach verboten. Man darf keine Menschen mögen. Und dann ist plötzlich Nele da, ein 8-jähriges Kind. Wir lernen, dass sie gern spielt und nascht, Kinderbücher und McDonald's mag, vorlaut ist und nicht erwachsen werden will. Die großen Wagen, das geht nicht. Nee, dann muss man Holz nehmen, hat Bino gesagt. Und das schwimmt dann vielleicht da weg. Na gut, dann nehmen wir das. Nele, so erscheint es uns, hat sich eine gewisse Unversehrtheit erhalten, die nur ein Kind haben kann. Erinnerung. Meine Mutter hat Geburtstag. Ich war so 5 Jahre alt. Ich versteckte mich im Schrank. Heute weiß ich, dass Mutters Geburtstag immer ein schrecklicher Tag für mich war. Ich hörte Schritte. Es war und Peter. Ich kannte die Schritte. Sie suchten mich und schrien, wo bist du, Miststück? Peter fand mich im Schrank. Er zog mich an den Haaren raus. Peter warf mich aufs Bett und zog mich aus. Ich hörte meine Mutter. Ich wehrte mich. Meine Mutter kam herein. Sie war nackt und betrunken. Puh. Mutter legte sich zu mir. Peter und zogen sich aus. Meine Mutter streichelte mich überall. Sie küsste mich, riss mir die Beine auseinander. Mutter ging mit ihrem Kopf zwischen meine Beine. Es tat nicht weh. Dann verlangte sie das Gleiche von mir. Wenn ihr an die Mutter denkt, ist das verzeihen oder nicht? Nein. Nein. Also wir können unsere Mutter nicht verzeihen. Du kannst auch die anderen dazu fragen. Warum sollten wir? Ich glaube nicht, dass ihr sollt, Nele. Nee. Kennst du die Mutter auch, Nele? Ja. Was hat sie dir angetan? Sie hat mir immer wehgetan. Sie hat dir wehgetan? Mhm. Hat mich immer gehauen. Ja. Und dann? Ja, dann hat sie mich manchmal eingesperrt, ne? Wo denn? In eine Kiste und einen Keller. Und es war immer dunkel. Dunkel. Kalt? Kalt. Und da waren zwar Löcher drin, aber trotzdem hat man manchmal gedacht, man kriegt gar keine Luft. Und hast du dann gerufen? Ja, ich habe gerufen, aber es kam ja niemand. Was hast du denn gerufen? Ich habe immer gesagt, holt mich hier raus, holt mich hier raus. Mama, komm. In einem kleinen Wäldchen nahe ihrer Schule erinnert sich Gina an die Gewalttaten des Stiefvaters. Also sie muss hier irgendwo gewesen sein. Viel weiter sind sie nicht gelaufen. Eine Kugel, wie groß? Ja, sie war schon sehr groß, ne? So. Also wir als Kind waren verdeckt durch diese Kugel. Auch wenn ihr gestanden seid? Nee, wenn wir gestanden haben, nicht. Nein, dann nicht. Aber wenn wir gelegen haben, dann ja. Und warum habt ihr da gelegen? Weil das so wollte. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann hast du halt Prügel gekriegt. Und wenn du es gemacht hast? Ja, dann hat das mit uns getrieben. Tagsüber auch? Auch tagsüber, ja. Und hat nie jemand gemerkt? Nein. Wer denn?
Kinder, die hier spielen? Spaziergänger? Nein. Und der Bach, was hat es mit dem auf sich? Also der Bach war halt so gewesen, dass er dann, wenn wir mal hingegangen sind, wir haben uns sehr geweigert, das zu machen, was er wollte. Er wollte es ja auch oft, dass ich sein Glied in den Mund nehme zum Beispiel. Und ich habe regelrecht immer kotzen müssen. Und zur Bestrafung hat er dann meinen Kopf da in diesen Bach reingesteckt. Und hast du dann irgendwann dich nicht mehr gewehrt? Nein. Ich habe immer versucht, mich zu wehren, aber ich irgendwann hatte ich halt einfach, ja, ich hatte keine Chance gegen ihn. Er war zu stark. Hattest du keine Angst, ertränkt zu werden am Ende? Es war mir egal, weil, ja, was hatte ich für ein Leben? Also ich wollte lieber sterben, als wie das Leben weiterzuführen. Und das war auch noch vor der Schulzeit? Das war vor der Schulzeit auch. Und auch danach. Er hat uns halt einfach weit gemacht, so wie das halt sein muss. Er hat es nachher mit verschiedenen Gegenständen gemacht. Ja. Er hat es mit Salben gemacht. Ja. Das war einfach ein Training. Dieses Kind muss doch ständig wund gewesen sein. Das ist richtig. Also es tat, zu Anfang tat es höllisch weh und dann bin ich angefangen, ja, nichts mehr zu merken. Ich wollte nichts mehr merken. Null, absolut null. Also du hast Schmerzen abgespalten oder wie? Richtig. Du hast nichts mehr gefühlt? Nein. Es war egal, was er machte. Und jetzt fühlst du wieder? Jetzt fühle ich wieder, ja. Schmerzen, aber auch Angenehmes? Also Angenehmes kann ich im Moment einfach nicht fühlen. Das geht nicht. Es tut einfach weh. Also mein Unterleib tut weh. Mein Kopf tut weh. Ja. Und einfach nur streicheln? Kannst du das ertragen? Nein. Nein. Auch an anderen Körperstellen? Nee. Rücken, Arme? Nein, das darf nur Monika, unsere Therapeutin. Ansonsten nicht. Jeder neue Drehtag lässt uns hilfloser zurück. Wie konnte Kindesmissbrauch in solchen Dimensionen in der Schule unbemerkt bleiben? Wir lassen uns Unterlagen geben. Nach den Schulakten hatte Niki besonders viele Fehlzeiten, bis zu 30 Tagen im Halbjahr. Die meisten vor und nach den Wochenenden von der Mutter entschuldigt. Niki erzählt uns, dass sie diese Tage brauchte, um sich zu erholen. Ein Schulbesuch wäre ihr nicht möglich gewesen. Wir treffen eine frühere Lehrerin von ihr. Na, wie geht's dir? Ja, es geht. Guten Tag. Ist ja toll, dich mal wiederzusehen. Ja. Sind Ihnen eigentlich Fehlzeiten aufgefallen während der Schulzeit? Natürlich, Sonja kam, wann sie wollte. Die ganze Familie war aufsässig. Ja, ist doch kein Wunder bei dem Hintergrund. Wenn dann nur gesoffen wird und geschlagen wird und die Kinder nichts Richtiges zu essen kriegen. Hast du eigentlich jemals Verletzungen an mir gesehen? Nee. Nicht? Nee. Nur halt, wenn ich den Arm mal in Gips hatte oder so. Ja, das stimmt. So, das stimmt, ne? Und du hast auch nicht erzählt, warum du den Arm in Gips hast. Hast du von deinem Vater? Nicht nur, ne? Nicht nur. Von wem denn noch? Von dieser Organisation, wo die drin waren, wovon ich ja damals nie was erzählt habe. Nein. Beisein, das war ja einfach zu gefährlich, dir davon zu erzählen. Es war so ein satanischer Kult. Da erinnere ich mich schwach. Hm. Da erinnere ich mich ganz schwach, dass du mir da was erzählt hast, aber das weiß ich nicht mehr. Hm.
Das ist zu lange her. Ja. In diesem Umfeld gibt es natürlich auch Leute aus dem sozial schwächeren Milieu. Leute, die auch aus asozialen Verhältnissen kommen können. Im Satanismus, in diesen Kreisen, werden diese Leute Rotte genannt, also Meute. Als Ausdruck dafür, dass diese Leute die Beschaffer sind. Die Beschaffer von unter anderem auch Drogen, von Rauschmitteln, von Tieren, um sie zu opfern, oder aber auch von Menschen. Leute, die ganz unten stehen in dieser Hierarchie, die den oberen Hierarchien ganz einfach diese Dinge zuführen. Und dann hat sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Und dann hat sie gesagt, ich nehme mir das Leben. Ich halte es nicht mehr aus. Wie alt war sie da etwa? 14, 15. So ungefähr in dem Alter. Und dann hat sie mir versprochen, dass sie sich das Leben nehmen will, sie würde erst zu mir kommen. Und das war laufend, dass sie bei mir war. Die Tagebücher aus der Jugendzeit zeigen Handschriften von verschiedenen Persönlichkeiten. Hier eine, die sich mit Selbstmordgedanken quält. Aber es gibt auch andere, die die Wut nach außen richten. Vor allem Gina. Ich wollte mir gerade die Pulsadern aufschneiden, aber mein Mut verließ mich. Ich habe versucht, von dem Tod wegzukommen, aber ich denke immer wieder daran. Ich träume vom Tod. Das ist sehr schön. Ich muss meinen Stiefvater umbringen. Gina, das bist du jetzt? Ja. Hast du das geschrieben? Ich habe das gemalt. Man musste einfach diesen Kerl aufhängen. Ich habe eine Pistole und erschieße ihn und werde noch lachen. Er hat nichts anderes verdient. Ich hasse diesen Mann. Er hat mich so gemacht, dass ich alle Männer hasse. Der Stiefvater soll nach wie vor in der gleichen Siedlung wohnen, in der auch sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht hat. Gina zeigt uns den Weg. Also hier muss das gleich kommen. Da ist es. Da auf der linken Seite. Ist es da? Ja, da, wo wir aufgewachsen sind. Ne? Wo sie jetzt noch wohnen? Genau, da, hier, wo hier links rein, ja. Das sind ja noch barackartige Häuser. Ja. Gut, da gehen wir dann ohne dich hin. So also sah ihr Zuhause aus. Niki wird uns auf diesem Teil der Spurensuche nicht begleiten. Sie hat Angst vor ihrem Stiefvater und dass man sie erkennt. Auch wir sind gewarnt worden vor einem Besuch in diesem Viertel mit Kamera. Öffentlichkeit, so heißt es, habe man hier nicht gerne. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ist diese Vorgartenidylle wirklich der Ort von Missbrauch und Gewalt? Anwohner erzählen uns von alltäglichen Saufereien, Schlägereien, Hurerei und zum Teil auffallend teuren Autos der Sozialhilfeempfänger. Erst nach den Dreharbeiten erfahren wir von der Polizei, dass es hier vor Jahren auch mal eine Schießerei gegeben habe. Seitdem fahren die Streifen nur noch mit schusssicheren Westen durch diese Gegend. Und wir fragen uns, wer schützt hier die Kinder?
Wir dürfen weder das Haus des Stiefvaters zeigen noch seinen Namen nennen, auch wenn wir wissen, wo er wohnt und wie er heißt. Wir haben keine Beweise und es würde Niki, uns selber und den Film gefährden. Einmal hatte Niki Glück. Ihren Lehrern war klar geworden, dass dieses Mädchen keine Chance hatte, sich aus dem elterlichen Milieu zu befreien. Sie besorgten ihr ein dreiwöchiges Schulpraktikum außerhalb der Stadt. In dieses Pfarrhaus kam die 14-Jährige. Ein erster Ausflug in eine für sie heile Welt. Sie blieb 2 Jahre und widerstand vielen Versuchen ihrer Eltern, sie zurückzuholen. Die heile Weltfreude wurde nur getrübt durch die Ahnungs- und Hilflosigkeit der Pflegemutter im Umgang mit Multiplen. Woher sollte sie wissen, was dieses Mädchen durchlebt hatte? Also es war toll hier, das kann man einfach nicht anders beschreiben. Also es waren für uns 2 super Jahre, wo wir viel gelernt haben, ne? Wo wir freier geworden sind. Aber es gab überhaupt gar keine Zeit, über den sexuellen Missbrauch und darüber hinaus überhaupt zu reden. Wir hätten eigentlich für Sonja unsere ganze Zeit gebraucht. Unsere ganze Zeit, unsere Aufmerksamkeit und unsere ganze Kraft. Und wir hatten ja 3 kleine Kinder noch. Und wir waren völlig überfordert. Wir konnten vorher überhaupt nicht dieses Ausmaß an Verantwortung und Belastung überblicken, was da auf uns zugekommen war. Und so sind wir dann halt wieder schwieriger geworden. Ach so. Na, also wir sind wesentlich schwieriger geworden, weil wir gemerkt haben, also über unser Leben, über unsere Vergangenheit können wir nicht reden. So. Und ja, dann... ja, so wie oft ja auch, dass ich manchmal Tabletten genommen habe oder dass ich hier rübergegangen bin und habe mir so einen kleinen Flachmann gekauft und bin nach oben ins Zimmer gegangen. Also solche Dinge habe ich dann nach diesem Praktikum habe ich dann angestellt. Ja. Ne? Oder dass zum Beispiel auch, wie du einmal sagtest, das Geld fehlte und dass das eine andere Person von uns war. Aber ich wurde natürlich beschuldigt. Ne? Also ich habe ich wurde dafür, wie sagt man so schön, bitter bestraft. Ja. Ich hatte dann die ganzen Sommerferien über, wurde meine Mofa einkassiert. Und das war für mich ein und alles, also diese Freiheit. Aber das mit dem Geld, das war wirklich eine häufig wiederkehrende Situation. Mhm. Und wir haben gedacht, sie lügt und sie will sich ihrer Verantwortung entziehen. Und wir wussten uns wirklich nicht mehr zu helfen. Dann haben wir das einmal mit dem Mofa gemacht, weil wir dachten, das ist, dann können wir sie mal dazu kriegen, dass das aufhört. Aber es hat ja überhaupt nicht geholfen, denn Sonja, Gina hatte ja überhaupt nichts gemacht. Gina hat schließlich Anzeige erstattet. Der Stiefvater wurde wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet. Die anderen Täter nahmen Rache. In der Traumatherapie kam heraus, dass die Satanisten sie schwer gefoltert haben müssen, um zu verhindern, dass sie bei der Gerichtsverhandlung über den Kult spricht. Also das, was ich wusste, habe ich Ihnen einfach erzählt. Dass zum Beispiel bei uns im Keller so eine gelbe Decke war, eine Kiste war mit so bestimmten Anziehsachen und auch eine Peitsche und Messer und Kerzen und solche Dinge. Also ich habe erzählt, dass dass ich nachts weggebracht werde und dass da Menschen sind, die so in so Kutten sind und dass ich dann dahingelegt werde und die auf mich draufsteigen und solche Sachen. Und das hast du damals schon alles erzählt? Ja. Und ja. Das hat. Nee, es wurde überhaupt bei der Gerichtsverhandlung überhaupt nicht erwähnt. Absolut null. Das Einzige, was sie halt nachher geglaubt haben, als sie dann ihn nach mehreren Stunden festgenommen haben, da haben sie halt dann so ein paar Zettel bei ihnen in seiner Hosentasche gefunden. Und das hat ihn wohl überführt. Aber alles andere, was ich so vom Kult erzählt habe, auch so, das haben die überhaupt nicht aufgeführt. Der Stiefvater wurde 1975 zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Heute wäre das Strafmaß sicher höher. Seit Wochen nun quälen sich Niki, Gina und all die anderen mit der Entscheidung, den Stiefvater erneut anzuzeigen, ihn und all die Unbekannten hinter ihren Masken und Kutten.
Niki holt sich Rat bei einer Expertin für Gewaltopfer aus Bielefeld. Die Anwältin weiß um die Schwierigkeiten, die Multiple vor Gericht haben. Das Problem, was ich einfach sehe, ist aber auch die Frage, inwieweit ein Gericht dann bereit ist und in der Lage ist, überhaupt sich auf eine derartige Situation einzulassen. Sich einzulassen auf die Situation, dass es hier eine Person gibt mit mehreren Innenpersonen. Und das wird also ein Jurist am Ende nicht entscheiden, sondern das wird ein Sachverständiger oder eine Sachverständige entscheiden, ob die Aussagen glaubwürdig sind. Und da sehe ich die Hauptprobleme in dem Zusammenhang mit Multiplen, dass die Sachverständigen da sehr gespalten sind, was ich wahrnehme. Es gibt viele, die den Zustand negieren, die behaupten, dass das, was Frauen darlegen, dass das dann wird denen eine sogenannte histrionische Persönlichkeit oder ähnliches unterstellt. Es wird gesagt, es sind erhebliche schauspielerische Talente da. Also die überlegen sich ja vorher, wie können wir jetzt unser Ziel, diese Rituale durchzuführen, erreichen? Wie bewegen wir das Kind dazu, dass es das mitmacht? Und wie bewegen wir das Kind dazu, dass es den Mund hält? Oder wenn es denn schon redet, wie können wir dafür sorgen, dass ihm keiner glaubt? Das sind ja wichtige Ziele für die Täter, weil wenn die Kinder sprechen würden und einfach erzählen würden, das und das und das ist mir passiert, vielleicht käme ja wirklich mal jemand auf die Idee, das zu überprüfen. Und das sind ja strafrechtlich relevante Handlungen. Also ich weiß von mehr Opfern. Ich weiß aber auch von vielen Opfern aus rituellem Missbrauch, die mir aus dem gesamten Bundesgebiet ähnliche, teilweise unterschiedliche, aber in der Anlage, was die Missbrauchsart, Handlungen angeht, ähnliche Geschichten erzählen. Und aus dem Grund habe ich auch sehr großen Anlass anzunehmen, dass das wahr ist, was dort erzählt wird, weil es ja völlig unabhängig im Grunde genommen aus dem gesamten Bundesgebiet an mich herangetragen worden ist. Auch wenn die Anwältin ihr glaubt, die Entscheidung über eine Anzeige macht Angst. Würde die Polizei einer Multiplen Glauben schenken? Das sind Tiere, die wir töten mussten. Kaninchen, ein Huhn, ein Hahn, auch ein Hund. Das ist ein Bild von Gina. Und zwar wurde da, vielleicht erzähle ich das mal lieber selber. Ja, ja. Und zwar waren wir da an einem See, wo Enten und so waren. Und hatte sein Gewehr genommen und hat sie angeschossen, dann rausgeholt und den Kopf abgedreht. So sieht man hier auch den Kopf. Und ja, das ist die gelbe Decke, die er immer dabei hatte, um uns oder mich auch zu trainieren. So. Und deswegen hattet ihr so lange Phobien vor gelbe Sachen, gelbe Anziehsachen, also alles, was gelb war, gelbe Blumen oder es hat zu viel in uns ausgelöst. Es sind eben Kenntnisse, die viel mit Gehirnwäsche zu tun haben. Und das kennen wir ja auch aus Diktaturen, dass das da bekannt ist. Im Dritten Reich, denke ich, wurde da auch ganz viel zugemacht. Und funktionieren tut es eigentlich nach diesem alten Konditionierungsschema, was wir Psychologen eigentlich auch kennen, dass einfach bestimmte Reize miteinander gekoppelt werden und dann eine bestimmte Reaktion hervorrufen. Das heißt, ein Kind wird gezielt in Todesangst versetzt. Damit wird ein bestimmter Reiz gekoppelt. Das kann irgendwie ein Lichtreiz sein, das kann eine Glocke sein, das kann ein Wort sein, das kann eine Bewegung sein, das kann ein Bild sein, das kann alles Mögliche sein, was der Täter für geeignet hält. Und dann wird eine Reaktion des Kindes praktisch erzwungen. Gina bringt uns an den Ort, an dem sie das Töten von Tieren trainieren musste. Sie erinnert sich an einen Tümpel und dass ihr Stiefvater dorthin viele Tiere mitgebracht hat. Übungsmaterial sozusagen. Dort habe sie lernen müssen, dass Töten zu ihrem Leben gehört. Oh Mann, dieses, einfach was töten, was niemand was getan hat. So. Ja, und dass ich das auch machen musste.
Und das macht mich natürlich sauer und auch wütend im Moment. Und auch traurig. Erinnerung. Mutter fuhr mit mir zu einem Haus, wo ich vorher noch nie war. Es war ein wunderschönes Haus mit einem großen Garten und Swimmingpool. Es waren mehrere Männer und Frauen dort. Mutter übergab mich einem Mann und ging wieder weg, glaubte ich zuerst, aber es war falsch. Dieser Mann sagte, wenn du deine Sachen sehr gut machst, darfst du nachher schwimmen und bekommst von mir Schokolade. Dieser Mann brachte mich ins Haus. Ein anderer Mann kam dazu mit einem Fotoapparat. Ich sollte mich ganz langsam ausziehen und dabei in den Apparat sehen und lachen. Ich tat es, wie es mir befohlen wurde. Es machte immer wieder Klick. Als ich nichts mehr anhatte, sollte ich mich auf die Bettkante setzen und mich selbst überall streicheln und dabei stöhnen. Ich wollte das nicht und weigerte mich. Dann kam meine Mutter herein, die hatte mein Kaninchen auf den Arm. Das Kaninchen bekam ich geschenkt und ich mochte es sehr gerne. Mutter sagte, wenn du nicht das tust, was der Mann will, schneide ich deinem Kaninchen die Kehle durch. Der Mann kam und die Frauen auch. Ich musste mich hinknien und genauso wie die Kamera stand. Der Mann drang von hinten in mir ein und die Frauen leckten mich. Es tat so weh. Ich riss mich los und wollte weg. Meine Mutter schrie, schau her, du dreckige Hure, und schnitt mein Kaninchen die Kehle durch. Ich schrie und schrie, lief zu meiner Mutter und flehte sie an, mach es wieder gesund. Aber sie hielt es an zwei Beinen fest und ließ das Blut auf mich laufen. Bitte, ich will... Wenn Fotos gemacht oder Videos gedreht wurden, so fragen wir uns, sind sie ja vielleicht irgendwo wieder aufgetaucht? Wir fahren zur Firma Kobion in Kassel, die weltweit im Internet nach vermissten Kindern und Personen in Pornovideos sucht. Hierzu markieren wir das Bild an Gesichtsrändern, links und rechts, an den Augen, Nase, Mund und Kinn. Wir erzeugen dann Variationen von diesem Bild, spiegeln das, strecken es und erzeugen dann schließlich eine eindeutige Suchmaske, die dieses Bild im Internet einzigartig macht, praktisch wie so ein Fingerabdruck, und wodurch dieses Bild dann überhaupt auch erstmal im Internet suchbar wird. Nach den Angaben, die uns vorliegen, wächst das Internet ja täglich um rund 6 bis 7 Millionen neue Seiten. Und wir haben Zahlen, die besagen, dass jeden Tag rund 20.000 neue Porno-Hosts online gehen. Das heißt, 20.000 neue Quellen, von denen aus pornografisches Material im Internet eingestellt wird. 4 Wochen läuft die Suche durch das Internet. Dann wird uns mitgeteilt, dass es Bilder mit sehr ähnlichen Gesichtszügen gäbe, die Konturen jedoch nicht scharf genug seien, um als Beweismittel zu gelten. Es sind mehrere Innenpersonen, die sich an Videoaufnahmen erinnern. Das ist von Jimmy. Man sieht, hier ist eine Kamera und das sind Stromschläge. Also es wurde gefilmt? Es wurde gefilmt, ja. Beim Foltern? Beim Foltern wurde gefilmt. Gefilmt zu werden kann Niki heute gut ertragen. Dabei erfahren wir auch von Innenpersonen, die den Kult in großer Abhängigkeit und Willfährigkeit durchlebt haben. Heute kann Niki auch über deren Erinnerungen sprechen. Ein Erfolg der Therapie, die diese Abhängigkeit durchbrochen hat. Und diese anderen Täter, damals Täterhörigen,
Also Mentu ist eine Persönlichkeit, die Königin werden wollte. Von sich aus. Von sich aus. Das war ihr Wunsch. Sie hat alles getan, ohne irgendwelche Regungen, ohne ein Gefühl zu zeigen, einfach knallhart. Königin von was, von wem? Von Satan. Sie wollte Königin von Satan werden und hat was dafür getan? Einfach alles, bis zur Tötung eines Kindes. Wie weiß ich aus den Erzählungen eigentlich aller Opfer, die mir über Kindestötungen berichtet haben, dass es immer so abgelaufen ist, dass Kinder einen besonderen Schutz hatten, wenn die eine Identität hatten, eine klare Identität und eine soziale Einbindung. Und ich hatte mehrere Frauen, die mir berichtet hatten, dass es da dann eben andere Kinder gab, die eben nicht geschützt waren. Und dann gibt es ja auch noch diese, diese Form, dass eben bei den Frauen, jungen Frauen, Mädchen, die in den Kulten drin sind, gezielt Schwängerungen vorgenommen werden und die Föten abgetrieben werden oder die neugeborenen Babys sofort umgebracht werden, die Frauen einfach so weit isoliert werden, dass das im Prinzip keine registrierten Kinder werden können. Hier sieht man auch, dass ein Kind geboren wird. Geburt und ritueller Mord. Susi heißt die Innenperson, die derart Ungeheuerliches erinnert. Wie kann das sein? Im Sommer 1974 mit 13 Jahren ein Kind fast noch, das unbemerkt eine Schwangerschaft austrägt. Schon viele Wochen vor den Sommerferien, so erinnert sich Susi, sei sie nicht mehr zur Schule gegangen. Ihre Zeugnisse zeigen für diese Zeit auch besonders schlechte Noten. Sie schafft die nächste Klasse nicht und wird in eine Sonderschule versetzt. Erst rückwirkend im Juli, dann doch erst zum Ende August. Erklärungen in der Schule bekommen wir nicht. Achselzucken. Es ist fast 30 Jahre her. Auf dem Weg zur Wewelsburg, eine Touristenattraktion in der Nähe von Paderborn. Gina und andere vermuten dort Opferkulthandlungen. Was für ein Gefühl ist das jetzt für euch, so den Weg zur Wewelsburg zu nehmen? Ja, auf einer Seite haben wir ein bisschen Angst. Und auf einer anderen Seite ist es auch, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, was da gewesen ist. Vielleicht gewesen ist. Also sicher seid ihr euch jetzt noch nicht? Nein. Was wäre das Schlimmstmögliche? Dass da was passiert ist, was einige von uns erzählen und sagen und ja, dass sie das dann nochmal dort wie so ein Film abläuft. Nochmal wiedererleben? Nochmal wiedererleben, mit den ganzen Schmerzen. Die mittelalterliche Wewelsburg, heute Jugendherberge, war während des Dritten Reiches eine Kultstätte der SS. Hier erleben wir zum ersten Mal Toni, einen Jugendlichen, der sich nur selten meldet. Das ist der Weg. War das hier? Das war ihr. Dann gehen wir mal langsam und du musst immer wissen. Toni reagiert heftig auf diesen Ort. Er hat Sprachschwierigkeiten und leidet unter Asthmaanfällen. Und wenn, ich fasse dich nicht an, nur wenn du es möchtest. Ihr sind wir nämlich da hochgekommen. Ihr, ja. Den Weg seid ihr hochgekommen? Ja. Du bist ganz sicher jetzt. Ihr sind uns ganz sicher. Toni führt uns zielstrebig in einen der Kulträume, zuerst in die sogenannte Gruft. Hier sollten die Toten der SS geehrt werden. Hier haben wir zum Beispiel in der Mitte gestanden und die standen rundherum. Hier? Ja. Was ist dann passiert? Dann haben die uns eine Spritze gegeben. Und dann haben wir so Tiere gesehen. Tiere? Ja. Die wahrscheinlich gar nicht echt waren. Die nicht echt waren. Imagination durch die Spritze. Ja. Und dann sind wir in einen anderen Raum gegangen.
Also hier ist noch kein Missbrauch passiert. Nein, nur die Vorbereitung. Das war hier. Das war hier. War das damals auch so hallig wie jetzt? Ja. Bloß, dass die hier noch so Tücher dran hatten, so schwarze Tücher mit Zeichen. Welche Zeichen? Ein umgekehrtes Kreuz und dreimal die Sechs. Weißt du, wie alt ihr damals wart, der Körper? Da haben wir sehr viel Probleme mit. Wie lange wart ihr immer in diesen Räumen? So mit der Zeit, das wissen wir nicht, aber uns kam das immer sehr lange vor. Willst du dir den Raum noch länger angucken oder lieber gehen? Lieber rausgehen. Gut, dann. Dann muss es einen anderen Raum geben, wo noch so Säulen sind. Den suchen da wir ist noch. Das. Dann suchen wir noch. Hältst du es noch aus? Ja. Erst seit 1982 sind der Turm und die beiden von den Nazis gebauten Kulträume der Öffentlichkeit zugänglich. Hinweise auf jüngere Kultrituale sind spärlich und inoffiziell. Nach einem Einbruch wurden Kerzen und Tücher gefunden. Es war zwischen Weihnachten und Neujahr, ich meine, glaube 1990. Die haben die Außentür erbrochen und die Gittertür mit. Könnten Sie sich vorstellen, wenn die Wewelsburg also vor den 80er Jahren im Prinzip eigentlich für die Öffentlichkeit zu war? Der Nordturm war zu, die Nordturm, Burg nicht, aber der Nordturm ja. Dass es irgendwelche Hinterwege gibt, da doch reinzukommen, also... Das kann man nicht ausschließen. Es gibt auch Leute, die prahlen, sie hätten den Pförtner bestochen und dann hätten sie den Schlüssel gekriegt. Gegen Geld glaube ich nicht, dass da was zu machen wäre. Was man wahrscheinlich gar nicht übersehen hat damals, ist, welche Faszination diese Räume ausüben. Nicht? Und das ist natürlich eigentlich eine Geste der Freundlichkeit gewesen. Man sagt, ich will da mal rein, ich schließe mal auf. Ne? Das ist ganz bestimmt passiert. Ne? Also das wäre verrückt, wenn ich da sagen würde, das hat es nicht gegeben. Ne? Da geht es nicht. Toni sucht den Saal mit den Säulen, an den er sich so genau erinnert. Es ist mehr als 30 Jahre her. Die Erinnerung führt Toni schließlich in den sogenannten Obergruppenführersaal. Wir haben sie uns so gequält. Man sieht das auch. Hier haben die uns hingelegt. Hier auf dem Boden? Ja. Und du bist ja ganz sicher, dass das dieser Säulenraum ist? Das ist der hundertprozentig. Was ist passiert damals? Sie wollten uns bestrafen, weil wir was nicht gemacht haben. Und dann haben sie uns da hingelegt. Und der Mango ist auf uns aufgesprungen und hat uns wehgetan. Und dann... Dann war da noch der Peter und der, die haben das dann auch gemacht. Und dann haben die uns mit Blut geschmiert und so Zeichen auf den Körper gemalt. Aber das ist lange her, das weißt du, gell? Ich weiß, dass das lange her ist. Das ist nicht jetzt, ja, das weißt du.
Und haben Sie ein Kind hier reingebracht, ein Baby. Und dann sollte ich das töten. Und ich wollte es nicht. Aber ich musste es. Und dann haben sie mir den Mund zugedrückt. Dann wurde das Baby getötet und das Herz rausgenommen. Dann haben alle gesummt und man musste das Herz essen, immer so ein Stück, weil das Kraft gibt, Macht gibt. Das vergisst du nicht. Das kann man nicht vergessen, weil das Baby ja auch schreit. Wart ihr hier öfter? Öfter? In diesem Raum waren wir öfters, ja. Erinnern sich andere Personen? Ja, Susi zum Beispiel. Erzählt sie dir gerade, was sie sich erinnert? Ja, mit ihrem Baby. Ihr eigenes Kind hier? Ihr eigenes Kind. Meint Susi, dass es hier gewesen ist? Dass das hier gewesen ist. Das heißt, hier ist das Kind geboren? Und auch getötet worden. Warst du da auch dabei? Oder nur Susi? Ich war zwischendurch mal da, weil Susi das Kind mittöten musste. Sie musste ihr eigenes Kind töten. Und dann hat der Herrscher viel mehr Mango die Hand von Susi genommen und geführt. Mit Messer? Mit einem Dolch. Meinst du, Mango ist der Herrscher oder sind das zwei verschiedene Personen? Es ist ein und dieselbe Person. Aber den hat man ja nie gesehen mit dem Gesicht. Warum nicht? Weil der immer diese Hörnermaske auf hatte. Eine Hörnermaske. Und wo manchmal auch Blut an den Seiten rauskam. Die Spurensuche hat Niki viel Kraft gekostet. Sie würde sie gerne abschließen mit einer Anzeige. Kindestötung oder Anstiftung dazu ist ein Kapitalverbrechen, das nicht verjährt. Doch Niki ist nicht alleine. Gina Burkhardt, Toni, Susi und all die anderen haben Angst. Vor allem davor, dass man ihnen nicht glaubt. Angst vor den zweifelnden Fragen der Vernehmer und Gutachter, aber auch Angst vor den Tätern und ihrer Rache. Ich denke, wenn es eine Frau einmal schaffen würde, ein Verfahren durchzuführen, dann hätte das eine Schneeballwirkung. Dann haben wir ganz viele Verfahren dieser Art. Was ich immer für ganz wesentlich halte, generell für Opferzeugen, ist, dass man sich vor Augen führt, dass ja am Ende es auch darum geht, nicht dieses Unrecht zu sühnen. Das kann man sowieso nicht mehr. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen oder sonst irgendwas. Sondern nochmal aufzustehen und zu sagen, da ist mir Unrecht geschehen. Und das kann man natürlich auch in einem Strafverfahren, wenn es nicht unbedingt zu der Verurteilung führt, sondern man kann sagen, ich bin aufgestanden, ich habe es gesagt, ich habe mich dem Verfahren gestellt und dafür, was nachher Gutachter, Juristen und so weiter daraus machen, das ist nicht meine Verantwortung. Klasse. Diese Haltung kann man natürlich auch haben.
sondern einfach zu sagen, dieses ganz klassische Stand up for your right. Niki ist aufgestanden, will für ihr Recht kämpfen. Zusammen mit der Anwältin erstattet sie Anzeige. Sie hat ein Gutachten zu bieten, das Urteil gegen ihren Stiefvater, die Erinnerungen ihrer Lehrerin und ihrer Pflegemutter und ihre eigenen Schmerzen, die seelischen wie die körperlichen. Mehr hat sie nicht. Keine Beweise für ihre Schwangerschaft, für eine Kindstötung, für all die Misshandlungen. An diesem Samstagmorgen um 11 Uhr unternimmt sie den entscheidenden Schritt, den Teufelskreis aus Gewalt, Ohnmacht und Angst zu durchbrechen.